Hä? Hallo? Seid ihr schon da? Kann schon losgehen? Ja? Wow, okay. Hi, ich bin's, Jürgen, genau. Und ich wünsche euch allen einen guten Tag. Ja, ich habe auf jeden Fall einen und ich hoffe, ihr auch. Und den guten Tag, den wünsche ich euch mal mit dem Begrüßungslied. Wisst ihr ja schon, wie das geht, ne? Hallo. Okay, bei drei sagt ihr guten Tag, Jürgen. Eins, zwei, drei und guten Tag, Jürgen. Wow, huhu. Hier kommt aber eine Lautstärke an. Klasse habt ihr das gemacht. Applaus. Ja, und ich freue mich, dass ihr da seid. Erstmal eine Runde mitgeklatscht, ja? Eins, zwei, eins, zwei, drei. La 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 Habt ihr ordentlich mitgeklatscht? Bestimmt. Super habt ihr das gemacht. Ja, klasse. Ach so, jetzt kommt noch das Hüpfen. Ja, wollt ihr noch hüpfen? Okay, also bitte alle einmal aufstehen. Das wäre super. Und jetzt wird losgehüpft. La, la, la. Mal nicht so lange hüpfen, sonst seid ihr gleich zu kaputt. Genau. Und heute singe ich euch mal ein paar Frühlingslieder. Ja, der Frühling soll ja eventuell sogar morgen schon anfangen. Heute haben wir den 28. Februar und am 1. März beginnt, glaube ich, der meteorologische Frühling. Wow, was ist das denn für ein Wort? Ja, und am 21. oder um den 21. März herum beginnt der kalendarische Frühling. Ja, Kalender kennt ihr alle, ne? Da stehen so Daten und Termine und sowas drin. Der meteorologische Frühling, der wird so genannt, glaube ich, weil die Meteorologen, das sind die, die euch im Fernsehen oder im Radio immer das Wetter vorhersagen, für die beginnt der Frühling nämlich schon morgen am 1. März. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich singe mal ein paar Frühlingslieder. Und der erste Frühlingsgruß oder die erste Frühlingsfrage, die kommt jetzt gleich. Seid ihr soweit? Frühling, Frühling, wann kommst du? Frühling, Frühling, wann kommst du? Wir spüren geht, ja? Wir singen es jetzt einmal zusammen. Auf geht's. Eins, zwei, drei und Frühling, Frühling, wann kommst du? Nochmal.
ihr schön mitgesungen? Klasse, habt ihr das gemacht. Prima. Ja, heute sitze ich hier mal auf dem Stuhl, ja, weil ich nicht so viel Tanzprogramm und sowas heute habe und Hüpfprogramm, sondern erstmal muss ich ein paar Wünsche erfüllen. Und zwar werde ich jetzt gleich mal den Donnerbalken spielen. Ja, ich weiß, das Lied hat nicht ganz so viel mit Frühling zu tun, aber es ist halt ein Musikwunsch von euch und den werde ich gleich mal erfüllen. Es geht los. Kennt ihr den Donnerbalken? Ja? Okay, es geht los. Auf dem Donnerbalken saßen zwei Gestalten und die schrien nach Klopapier. Was? Was? Ihr wisst nicht, was ein Donnerbalken ist? Okay. Soll ich das mal erklären? Also ein Donnerbalken, das ist so ein Begriff von früher. So eine Art Toilette. Früher hatten die Menschen noch nicht so eine richtige Toilette wie heute. Da drückt man einfach auf den Knopf und dann fließt die AA weg. Nee, da setzte man sich draußen auf einen Holzbalken. Ja, hat vorher ein Loch in den Boden gegraben und dann fiel die AA plumps in dieses Loch hinein. Zuvor hatte man sich allerdings auf den Holzbalken gesetzt. Und diesen Balken, den nannte man Donnerbalken, yo, weil ja, da so rüber gedonnert ist. Genau. Ja, und da hat man ein Lied geschrieben, das heißt Donnerbalken. Und auf dem Donnerbalken, da saßen zwei Gestalten. Okay, und also jetzt fange ich nochmal an. Und ihr müsst immer das Wort Klopapier singen, weil ja, na, wenn man auf Toilette gegangen ist, braucht man danach immer so ein bisschen Klopapier, um sich ja den Popo abzuwischen. Wisst ihr sicher. Also die rufen nach Klopapier und ihr müsst dann mit mir jedes zweite Klopapier zusammen rufen. Seid ihr soweit? Also ich fange noch einmal an. Auf dem Donnerbalken saßen zwei Gestalten und die schrien nach Klopapier. Klopapier! Habt ihr mitgebrüllt? Ja? Und dann kam der Dritte, der setzt sich in die Mitte und sie schrie nach Klopapier und zusammen Klopapier. Und dann kam der Vierte, der sich gleich beschmierte. Und dann kam der Sechste, der sich gleich bekleckste. Und sie schrie nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Siebte, dass der Balken webte. Und sie schrie nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Achte, der in die Hosen machte. Und sie schrie nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Neunte, als die Scheiße schäumte. Und dann kam der Zehnte, ey, der brachte das Ersehnte. Klopapier. Ja. Ah, erster Musikwunsch erfüllt. Wow, habt ihr, glaube ich, super mitgemacht.
Applaus nochmal für euch. Und in diesem Lied kommt leider einmal das Wort mit S vor, aber ich hoffe, ihr habt mir das verziehen. Ja, dann kam der Wunsch nach traditionellen Frühlingsliedern. Und da habe ich mir halt zwei ausgesucht. Das erste heißt Im Märzen der Bauern, weil ja auch morgen der März beginnt. Okay, es geht los. Im Märzen der Bauer die Röstlein einspannt. Er setzt seine Felder und Wiesen in Stand. Er pflüget den Boden, er ägget und sät und rührt seine Hände früh morgens bis spät. Die Bäuerin, die Mägde, sie dürfen nicht ruhen. Sie haben im Haus und im Garten zu tun. Sie graben und rechen und singen ein Lied und freuen sich, wenn alles schön grünet und blüht. Und jetzt singen wir zusammen einmal Lala. So geht unter Arbeit das Frühjahr vorbei, dann erntet der Bauer das duftende Heu. Er mäht das Getreide, er rischt es dann aus. Im Winter, da gibt es man fröhlichen Schmaus. Ja, das war ein ganz traditionelles Frühlingslied, so einfach mal zum Anhören. Genau, deswegen sitze ich heute auch mal, damit ich euch einfach mal ein bisschen was vorspielen kann, berieseln kann. Und am besten singe ich euch auch gleich das zweite traditionelle Frühlingslied hinterher. Das heißt, es tönen die Lieder. Ich weiß gar nicht, es hat nur eine Strophe, wird glaube ich sogar als Kanon gesungen. Aber da ich euch das jetzt alleine singe, habe ich mir noch zwei eigene Strophen dazu ausgedacht. Und das Lied kommt jetzt. Es tönen die Lieder. Und auch im Dreivierteltakt. Es tönen die Lieder. Oder mal ein Intro machen. Genau, so. Es tönen die Lieder. Der Frühling kehrt wieder. Die Bienen, die summen, es duftet nach Blumen, es spielen die Kinder jetzt wieder im Sand. La 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 la. Schön warm ist das Wetter, sanft grün sind die Blätter, es duftet so schön, warme Winde, die wehen. La 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 la. Und singt ihr noch einmal Lala mit? La 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 la.
Ja, das waren mal so zwei ganz traditionelle Frühlingslieder und ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitgesungen und hattet ein bisschen Spaß damit. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Wunsch, den ich für heute habe. Ich habe mal ein Spiel erfunden und dieses Spiel heißt Der Bär und die Bienen. Das ist so ein Frühlingsspiel, weil der Bär, das muss ich euch jetzt erklären, der Bär, der macht nämlich einen Winterschlaf. Was ist das denn, ein Winterschlaf? Ja, der frisst sich im Sommer so einen richtig dicken Bauch an. Ja, und im Herbst, wenn es dann ganz kalt wird zum Winter hin, dann baut er sich eine kuschelige Höhle. Boah, klasse, legt sich da rein und schläft ein. Hä? Der schläft wirklich bis zum Frühling. Ja. Was soll man auch sonst machen, wenn es draußen so kalt ist, ne? Da schneit es richtig über seinen Bauch rüber. Und irgendwann so im Frühling, miep, 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 stupst er mit der Nase so wieder ins Licht hinein und krabbelt aus seiner Höhle raus. Und dann sage ich euch, dann hat der Bär aber ganz schön abgenommen. Das ganze Bäuchlein ist weg und er hat einen mördermäßigen Kohldampf. Ja, ich glaube, das Wort war jetzt nicht so gut. Dann nehmen wir mal was anderes. Der hat einen ganz, ganz, ganz dollen Hunger. Ja? Okay, und was macht er denn da? Was mag denn so ein Bär am liebsten? Na? Honig. Genau. Ja. Aber Honig, boah, da muss man ja auf die Suche gehen. Und dieser Bär ist ein ganz schlauer Bär, der geht nicht den Honig suchen, der fängt sich die Bienen ein, ja, und die machen dann für ihn in seiner Höhle den Honig. Das ist doch echt schlau, oder? Ja, also, und davon handelt das Spiel. Ich packe jetzt mal den Stuhl weg und dann spiele ich euch dieses Spiel einmal vor. Also so ein richtiges Frühlingsspiel. Der Bär erwacht also in seiner Höhle. Vielleicht mache ich das hier nochmal so ein bisschen runter, denn seht ihr, was ich mache? Also, ich bin jetzt mal der Bär hier. Der Bär kommt dann. Ich bin natürlich noch nicht wach. Also, jetzt Gitarre liegt hier, ja? Und ich bin der Bär. Der Bär, er schläft in seiner Höhle. Und die Bienen, das seid ihr. Und ihr fliegt jetzt hier rum. Ja, wenn man das Spiel spielt, dann liegt der Bär in seiner Höhle. Die habt ihr euch gebaut, was weiß ich, aus ein paar Kissen oder ein paar Stühle habt ihr hingestellt. Und da liegt der Bär dann in seiner Höhle. Ich nehme jetzt mal hier so die Ecke vor meiner Stereoanlage und vor meinem Gitarrenverstärker. Und hier liege ich jetzt und hier schlafe ich jetzt. Ja, ich bin jetzt also ganz müde am Schlafen und ihr summt schon als kleine Bienen da rum und ich muss euch gleich fangen. Okay. Der Bär, der schläft in seiner Höhle. Einen tiefen Winterschlaf. Jetzt wacht er auf. Jetzt wacht er auf und reckt sich und denkt sich, oh, was ich doch für einen Hunger hab. Ach, hätte ich doch ein paar Bienen, die machen den Honig, den ich so gern mag. Ja? Und dann geht's los. Der Bär, der huscht aus seiner Höhle. Ja, und die Bienen, die fliegen ja herum und es geht los. Die Bienen, die fliegen wild umher. Und der Bär, der muss die Bienen kriegen. Ja, und was macht er? Er tickt die Bienen an. Die Bienen sind die anderen Kinder, die werden angetickt. Und wenn die Kinder angetickt sind, dann müssen die schnell in die Höhle laufen. Also nicht so wild einfangen oder umschmeißen oder so. Nein, der Bär, der tickt die Kinderchen an. Und also ein Kind, was der Bär ist, tickt das andere Kind an. Und das Kind, das getickt worden ist, das geht dann in die Bärenhöhle. Ja. Und so muss der Bär dann rumlaufen und alle Kinder fangen nach und nach. Und tick, 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 tick. Und schon, boing, ist die Höhle voller Kinder. Nee, nicht Kinder,
sondern voller Bienen. Jawohl. Und was machen die Bienen in der Höhle? Ja, was machen die Bienen für ihn? Sie machen für ihn den leckeren Honig. Genau. Also. Und die Bienen, die sitzen ganz brav in der Höhle, hier wieder vor meiner Sterillage und so. Die machen den Honig mit dieser Bewegung. Also muss man sich vorstellen, jetzt so 10 Bienen, die alle in der Höhle sind und die machen den Honig. Die Bienen machen jetzt den Honig. Den Honig, den er so gern mag. Und dann halten die Bienen ihm den Honig hin und dann schleppt er seinen Honig auf. Natürlich nicht richtig durch die Hände lecken, sondern nur so tun. So. Jetzt schleppt er seinen Honig. Ach, was ist das für ein schöner Tag. Jetzt schleppt er seinen Honig. Ja, so lange, bis er nicht mehr mag. Das Spiel spielt man so lange, bis entweder der Bär nicht mehr den Honig mag, weil er schon so vollgemampft ist, oder wenn alle Kinder einmal Bär gewesen sind. Nämlich das Kind, das zuletzt getickt worden ist vom Bären, das ist dann der neue Bär im nächsten Durchgang. Ja? Okay, ich singe euch jetzt das Lied noch einmal vor. Dann wisst ihr ungefähr, wie das noch geht. Und wenn ihr den Text zu diesem Spiellied oder Liedspiel haben möchtet, dann fragt mich das einfach in den Kommentaren und dann schicke ich euch das. Ja, oder ich poste das dann darunter. Okay, also jetzt singe ich euch das Lied nochmal. Der Bär, der schläft in seiner Höhle, einen tiefen Winterschlaf. Jetzt wacht er auf und rettet sich und denkt sich, was ich doch für ein Hunger hab. Ach, hätte ich doch ein paar Bienen, die machen den Honig, den ich so gern mag. Und jetzt rennt er aus seiner Höhle raus und fängt die Bienen. Jetzt geht es los, der Bär fängt die Bienen. Sind in seiner Bärenhöhle und dann geht's weiter mit dem Gesang. Die Bienen machen jetzt den Honig, den Honig, den er so gern mag. Jetzt schleckt er seinen Honig. Ach, was ist das für ein schöner Tag. Ja, so lange bis er nicht. Letzte Zeile singt man dann am Schluss des Spiels. Okay, ja, das war das Frühlingsspiel der Bär und die Bienen. Ich habe das schon oft mit den Kindern gespielt und das ist immer eine tolle Sache. Okay, jetzt bleibe ich mal hier einfach auf dem Boden sitzen. Das ist ja auch ganz lustig, wenn man einfach so mal auf dem Boden sitzt. Und ich stelle euch jetzt ein Musikinstrument vor. So ein ganz verrücktes. Guck mal, hier. Was ist das denn für ein Ding? Hä? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Habt ihr das schon mal gesehen? So, gibt es in verschiedenen Farben. Guck mal, hier ist noch eins. Und verschiedenen Größen vor allen Dingen. Ja. Hier nochmal. Guck mal. Man nennt diese Dinger Maultrommeln. Oder auch Mundorgel. Man, ich guck mal, hier sind so zwei Bügelchen, dieser hier und dieser und die macht man sich hier vor die Zähne. Und dann macht man mit diesem komischen kleinen Ding hier, ja, ich muss das mal, seht ihr, das ist kann man so vergleichen mit einem Stimmband oder einer Gitarrenseite. Da macht man dann, bringt man die Luft zum Schwingen im Mund und dann macht das so diesen Sound. Oh Jesus, jetzt habe ich gegen meine Zähne gehauen. Warte mal, Moment, vielleicht kriege ich hin. Lustig, ne? Hier ist noch eine kleine. Die mache ich auch mal. Ne?
gibt es ganze Lieder von mit solchen Mundorgeln. Achso, die hatte ich schon. Die ganz große nehme ich nochmal. Hier ist so eine riesige Mundorgel. Ja, je nachdem, wie groß diese Lamelle hier ist, danach richtet sich der Ton. Und wenn diese Lamelle groß ist, dann ist der Ton tief. Und wenn die ganz klein ist, dann ist der Ton halt etwas höher. Genau. Ja, gut. Also, jetzt habe ich euch ein Musikinstrument vorgestellt. Hier die Mundorgel oder auch Maultrommel genannt. Könnt ihr übrigens überall in jedem Musikgeschäft, glaube ich, kaufen. Und jetzt sind wir auch schon fast am Ende unserer heutigen Musikbewegungsstunde. Und ich singe euch noch ein traditionelles Frühlingslied. Da hole ich mal wieder meinen Stuhl, damit ich euch das schön vorsingen kann. Und mache hier mal das wieder ein bisschen höher. Moment mal, zack. So. Seht ihr mich wieder gut? Ja, klasse. So, dann kommt wieder meine Gitarre. Und jetzt kommt nochmal ein Frühlingslied, das ihr auch alle kennt. Das Lied heißt Ich lieb den Frühling. Eigentlich sind alle Strophen über alle vier Jahreszeiten verteilt. Also eine Strophe Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ich habe das so ein bisschen umgeschrieben und jetzt habt ihr vier Frühlingsstrophen. Ja? Okay. Es geht los. Ich lieb den Frühling. Yo! Könnt ihr gleich auch wieder schön mitsingen, Junge? Macht nichts, jetzt singe ich nämlich noch für euch das Abschiedslied, wie jedes Mal. Seid ihr soweit? Und auf Wiedersehen!